Spielt er oder spielt er nicht? Hier haben wir die Antwort. Er spielt. Kamil Bednarski fühlt sich also wieder in der Lage, für den SC Wiedenbrück auf Torjagd zu gehen. Für ihn natürlich gut. Trainer Alfons Beckstedde kann die Treffer seines besten Angreifers im Kampf gegen den Abstieg natürlich gut gebrauchen. Erste Chance Wiedenbrück, ein Schuss von Massi Vassey und gleich der nächste Anlauf. Und da haben wir Bednarski, Kamil Bednarski auf dem Weg zum 1:0 oder nein, Sebastian Lange im Ferlertor steht richtig. 910 Zuschauer offiziell im Jahnstadion, zweiter Durchgang, Möglichkeit Ferl für Yannick Schröder und dann wieder Bednarski gut freigespielt, aber kein Problem für Keeper Lange. Das Derby nun mit mehr Fahrt, wieder die Ferler, Matthias Häder, doch die Wiedenbrücker können klären. Wir springen in die Nachspielzeit. Der Schuss von Geißler, abgewehrt von Spinnrad, das Tor von Hamadi Al-Gadoui, tatsächlich 92. Minute. Wir sehen die Wiederholung, den Schuss von Yannick Geißler. Sebastian Spinnrad fälscht ab, Al-Gadoui profitiert und keine Chance für Marcel Hölscher. Ganz bitter für Wiedenbrück, Happy End für Ferl.